Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem kleinen Extra-Video hier heute am Sonntag, denn das Video ist mit einer ganz, ganz lieben Kollegin von mir aus Österreich, der lieben Vicky, und wir haben uns gegenseitig unsere, ja, liebste Drogeriemarke zugeschickt und wir wollen sie gegenseitig testen. Während dieses Video online geht, geht selbstverständlich auch bei ihr ein Video online und ihr könnt in jedem unserer Videos etwas Kleines gewinnen. Also schaut unbedingt bei ihr vorbei, nachdem ihr das Video hier geschaut habt. Es geht nämlich heute um die Marke Look by Bipa und das ist die Eigenmarke der österreichischen Drogerie und ich habe schon mal so ein paar Produkte getestet, aber ich weiß, Vicky ist ein ganz großer Fan von Look by Bipa. Ich bin es von Rival Loves Me und wir haben uns demnach gegenseitig Favoriten, neue Produkte, spannende Produkte zugeschickt, um einfach mal zu schauen, was kann unser liebes Nachbarland Österreich in Sachen Drogerie-Make-up. Und ich freue mich riesig, heute ein paar Sachen auszuprobieren. Hier sind super, super spannende Produkte mit dabei und ich freue mich natürlich, die Sachen auszuprobieren. Erstmal vielen Dank an Vicky, dass du das Ganze mit mir gemeinsam machst. Ich verlinke ihren Kanal einmal unten, schaut da unbedingt vorbei und ich würde vorschlagen, wir starten. Falls ihr neu seid, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts, mir bedeutet es die Welt und ich bin mindestens dreimal, manchmal, so wie heute, auch viermal die Woche hier. Es geht los und ich weiß noch nicht, womit ich anfangen soll. Doch, ich glaube hiermit. Und zwar ist das ein My Turmeric Face Primer Milk Primer, so ein bisschen. Der sieht so ein bisschen vom Design her aus wie die letzte LE von Rossmann Rivalde Loop. Erinnert ihr euch an diese Q10 LE? So vom Schema her, vom Design her, ganz spannend. Ich finde generell, dass viele Produkte ähnlich sind wie die von Rival Loves Me. Ich weiß nicht, ob die was miteinander zu tun haben. Ich glaube nicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber sie sehen recht spannend aus und ich bin ja ein großer Fan davon. Und wir benutzen als erstes diesen Primer. Das ist ein reichhaltiges Gesichtsfluid mit Kurkuma, Butter, Olivenöl und Hyaluronsäure. Das umhüllt das Gesicht mit einem geschmeidig dünnen Schutzfilm und verleiht dem Gesicht einen makellosen, zart leuchtenden Effekt. Vielleicht fahren ja einige von euch demnächst in den Urlaub nach Österreich und da dachte ich mir, dass es vielleicht ganz spannend sein könnte, das einmal auszuprobieren. Es riecht jetzt tatsächlich nach nichts. Also es riecht sehr natürlich und das arbeite ich mir jetzt erstmal im Gesicht ein. Und das zieht super, super schnell ein. Also das merke ich sofort. Tatsächlich seht ihr auch auf der Haut diesen leichten Schutzfilm. Ne? Das fühlt sich sehr pflegend, sehr weich an. Bin ich gespannt. Also das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Bei Primern, First Impression, die einfach eher so ein bisschen in die Skincare-Richtung gehen, was es ja tut. Ich muss aber sagen, vom Packaging her sehr, sehr schön. Das ist Glas, hier oben eine gute Pipette und auch eine gute Menge, 28 Milliliter, damit kommt man eine Weile aus. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, da bin ich super gespannt drauf. Ich sehe das nämlich immer bei einem, ich glaube, er ist Brite, in seinen Reels. Er benutzt immer so einen Foaming Primer, also einen schäumenden Primer. Und den gibt es bei Look by Bipa. Und das ist auch aus dieser Simply Me-Reihe. My Beautifying Foam Primer mit Lichtschutzfaktor 15. Das hat eine Farbe wohl, das ist die 010 Porcelain. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Ich habe noch nie auf einem Make-up-Produkt dieses Symbol hier gesehen, dieses Flammensymbol. Aber klar, das ist, ne, das ist eine Sprayflasche. Da ist Aerosol mit drin und wir probieren das Ganze aus. Das soll ein fluffig leichtes Mousse sein, was die Poren, Rötungen und Hautunreinheiten optisch in Sekunden verschwinden lässt. Bei dem Geräusch kommen Erinnerungen hoch. Okay, wir testen es einmal. Oh, wow. Okay, es war viel zu viel. Ja, okay, krass. Wartet mal. Meine Arme dürfen auch geprimed werden. Es riecht sehr gut, muss ich sagen. Okay, ich habe nicht gedacht, dass da so viel rauskommt. Normalerweise ist ja bei so Mousse, ne, du sprühst und dann ist ganz viel Luft drin. Denkst du, hier ist ganz viel Mousse drin. Normalerweise ist es ja so, dass bei diesen Schaumprodukten, na, es hat halt eine Farbe. Das ist nicht die Sonnencreme. Egal, wir kriegen das hin. Aber ich muss sagen, also abgesehen davon, dass jetzt alles im Bart hängt, ich mache das gleich sauber, fühlt sich das Ganze sehr, sehr weich an und hat so ein bisschen das Gesicht ausgeebnet. Na, also ich glaube, ihr könnt schon sehen, dass das so eine, ja, Deckkraft würde ich es jetzt, glaube ich, nicht nennen, aber so eine leichte Färbung hat. Gefällt mir, finde ich super spannend. Vielleicht gibt es sowas ja in der deutschen Drogerie mal. First Impression, sehr, 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 sehr schön. Vom Finish her, die Haut fühlt sich super gepflegt an. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich etwas im Gesicht habe. Und wenn ihr vielleicht die richtige Farbe davon habt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr guter, ja, Make-up-Ersatz nicht, aber so eine schöne Grundlage ist, die so eine leichte Deckkraft gibt und die Haut zeigt gleich noch so ein bisschen
abdeckt. Das hat auf jeden Fall definitiv schon mal Spaß gemacht. Wir kommen zu einer Foundation und da muss ich sagen, die sieht sehr, sehr ähnlich aus wie die Rival de Loupe oder Rival Loves Me Skin Optimizer Foundation. Das ist die Megastay 24 Stunden Foundation mit Goji-Beeren-Extrakt. Die soll vor Umwelteinflüssen schützen und feuchtigkeitsbewahrend sein. Auch hier Glasflakon, fühlt sich sehr gut an. Ich habe euch die Preise reingeschrieben. Ich habe sie jetzt natürlich noch nicht rausgesucht. Aber das ist alles Drogeriepreis, ne? Ich habe jetzt hier die Farbe 010 Ivory. Es wird zu hell sein, ja. Sie hat mir noch eine andere Foundation geschickt. Das ist die Light Medium, die Sensitive Foundation. Ich schaue mir die Farbe mal an. Sehr, sehr gelb. Okay. Nee. Also das muss ich mir so ein bisschen... Wo sind denn meine Darkening Drops? Sekunde. Okay, ich habe mir jetzt nochmal so ein paar Darkening Drops reingemischt. Einfach, dass ich die so ein bisschen anpassen kann. Die verändert die Textur eigentlich nicht so stark. Und wir schauen uns die Foundation mal an. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, eine Foundation passend per Post zu verschicken, aber wir kriegen das hin. Und vom Finish her sieht sie schon sehr, sehr spannend aus. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr herkommt. Kommt ihr aus Österreich oder kommt ihr aus Deutschland? Ich weiß nämlich, dass ich ein paar Mäuse aus Österreich habe und umso schöner finde ich es, einfach auch mal euer Make-up auszutesten. Und ihr habt mit Sicherheit schon Erfahrung mit Look by Bipa und da könnt ihr uns gerne mal ein kleines Fazit zu den Produkten schicken. Okay, First Impression von der Base gerade fantastisch. Durch diesen Primer habe ich das Gefühl, dass die Hautoberfläche super, super ausgeebnet ist. Die Foundation hat sich sehr, sehr gut verteilen lassen und sieht sehr, 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 sehr schön aus. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Freunde, bevor ich es vergesse, wie immer, haben wir hier ein Cream Blush. Das ist ein Illuminating Lips and Cheek Stick mit Vitamin E, mineralölfrei, silikonfrei und vegan in der Farbe 01 Peach. Das kommt hier in so einem dicken, ja, so einem Puppi hier. Ich gebe mir davon ein bisschen was auf meine Hand erstmal, weil wenn ich das direkt in mein Gesicht gebe, habe ich Angst, dass es mir die Foundation so ein bisschen zersetzt. Ich arbeite mir das einfach mal hier in den Pinsel und dann stempeln wir das rauf. Schöne Farbe. Nur für so einen leichten Touch an Peach. Ich drehe mal das Licht weg, dass ihr die Farbe ein bisschen besser erkennen könnt. Ja. Das ist halt ein sehr, sehr frischer Glow. Ist auch so ein bisschen gelartig, ne? Sehr luminous. Wunderschöne Farbe. Kleiner Pro-Tipp, wenn ihr Augenringe habt, gehe ich auch immer mit dem Blush schon mal so ein bisschen, bevor ich den Concealer auftrage, hier unter die Augen. Das gleicht so ein bisschen nochmal aus. Und dann können wir den Concealer benutzen. Und der ist aus der Sensitive-Reihe. Der Concealer mit 30 Lichtschutzfaktor und Hanföl sieht einmal so aus. Füßchen ist ein schönes Füßchen. She's bright today. Ich hoffe, die Farben, die ich Vicky geschickt habe, passen ein bisschen. Und den blenden wir uns ganz leicht aus. Der wird natürlich jetzt auch wieder super hell sein, aber um so ein bisschen die Deckkraft zu bewerten und, Freunde, ihr kennt mich seit wann, also ich glaube, es gab noch kein Video, wo wirklich alles gepasst hat. Die Deckkraft ist extrem hoch. Und das bei einem sehr hellen Concealer. Den kann ich mir gut vorstellen als Highlighting-Concealer, der so ein bisschen mehr aufhellen soll. Also ich gehe ja meistens mit einem dunkleren Concealer erst rein, um alles auszukänzeln und dann im Anschluss punktuell mit einem helleren Concealer. Und dafür kann ich mir den sehr gut vorstellen, weil ihr seht, ne, der hat eine extrem hohe Deckkraft und lässt sich super, super gut ausblenden. Wow. Also abgesehen davon, dass es natürlich jetzt sehr hell ist, gefällt mir die Base sehr gut. Ihr seht, das ist alles sehr frisch. Ich gehe jetzt auch hier nochmal so ein bisschen mit dem Blush rüber, um die Konturen wieder weicher zu kriegen, über die Nase und hier. Und dann passt das eigentlich. Das ist okay. Das ist okay. Wir setten das Ganze mit dem Look by Bipa Fixing in Baking Powder. Das ist ein transparentes Puder und das hatte ich schon mal. Es hat mir nämlich eine Zuschauerin... she's open. Das hat mir nämlich eine Zuschauerin geschickt und ich fand das damals, glaube ich, gut. Sehr viel Produkt drin. Ich nehme das erstmal hier auf den Pinsel, in den Deckel und dann arbeite ich mir das in den Pinsel ein, in die Hand und dann unter die Augen. Das hat natürlich keine Farbe, sondern das fixiert einfach nur richtig schön den Concealer. Deswegen bleibe ich auch so ein bisschen punktuell nur da, wo der Concealer eventuell ein bisschen rumrutschen könnte. Ich finde, diese Foundation sieht super, super schön auf der Haut aus. Also vor allem hier auf meiner riesengroßen Stirn, da seht ihr ja den Effekt von der Foundation. Und den möchte ich mir jetzt nicht kaputt machen. Also das Puder, ich bin kein Fan von transparenten Pudern, aber für Make-up-Artists, so wie Vicky es ist, ist das natürlich eine super, super Sache. Und ihre Videos sind auch super spannend. Also wirklich große Empfehlung, schaut unbedingt bei ihr vorbei. Base ist fresh. Ich habe hier noch eine Contouring and Sculpting Palette. Hier ist ein Contourton, ein Blush und ein Highlighter mit drin. Wir starten als erstes mit dem Contouring-Ton. Der sieht recht kühl aus. Kickback ist da.
und setzen uns das hier erstmal hin, um so eine schöne Kontur zu kriegen. Sehr schöne, kühle Farbe. Gut pigmentiert. Damit setze ich erstmal den Schatten. Und dann haben wir nämlich gleich noch einen Bronzer, mit dem wir das Ganze etwas mehr ausblenden können. Schöne Farbe. Sehr weich von der Textur, sehr cremig, nicht so pudrig. Ich gehe jetzt aber hier nochmal mit dem Bronzer rüber. Das ist der Delicate Compact Bronzer in der Farbe 030 Sunny Beach. Und damit können wir jetzt natürlich die ganze Foundation so ein bisschen in die richtige Richtung bringen. Und dafür nehme ich mir einen Bronzer Brush, lade den Pinsel gut auf und gehe einfach hier rüber und verblende so ein bisschen die Kontur. Und ihr seht sofort, jetzt passt gleich alles wieder zusammen. Da bin ich immer selber so ein bisschen überrascht, dass ich das am Ende. Oh, she's dark today. Ist eine sehr schöne Textur. Der ist super kühl, nicht so warm. Und der verbindet sich halt jetzt so schön mit der Foundation und dem Primer. Also dieser Primer, Freunde. Fantastisch. Wirklich. Und jetzt sehe ich aus, wie ich aussehen möchte. Love it! Wirklich, wirklich schön. Die Haut bewegt sich. Ihr seht, der Bronzer hat jetzt nicht die Bewegung im Gesicht weggenommen, wenn ich das Licht wieder herhole. Ihr seht immer noch Bewegung. Und das ist richtig, richtig schön. Wir toppen das Ganze selbstverständlich aber noch mit dem Blush hier in der Mitte. Auch der ist von der Textur her so ein bisschen cremig. Sehr peachy, sehr hell. Und damit setze ich mir einfach hier noch so ein paar kleine peachy Highlights. Mit so hellen Farben bleibe ich gerne hier vorne weiter und unter den Augen. Ich finde, das gibt dann immer so diesen sonnengeküssten Touch und korrigiert die Augenschatten tatsächlich ganz gut. Ne? Also ihr seht, es verbindet sich. Ich gebe Bewegung auf die Haut. Und dann können wir hier noch mit hin. Mit dunklen Farben würde ich es nicht machen, aber mit so sehr, sehr hellen Farben funktioniert das super gut und gibt dem ganzen Gesicht nochmal mehr Leben, weil ihr viel Deckkraft habt, viele einfarbige Produkte und so kriegt ihr wieder diese Bewegung rauf. Hättet ihr das gedacht, dass die Produkte so gut funktionieren? Wobei, eigentlich habe ich schon gedacht, weil ich weiß ja, wie die Produkte hier in Deutschland sind aus der Drogerie, die Eigenmarken von den Drogerien. Und die sind wirklich solide, teilweise sogar wirklich, wirklich gut. Und also dieser Primer, ich bin wirklich sprachlos. Noch was für die Augenbrauen, das ist ein Definition Pencil. Damit gehe ich jetzt einfach mal durch. Das ist jetzt kein Hexenwerk, aber das ist genau das, was ich euch am Montag sagen werde. Schaut mal. Auch damit kriege ich Augenbrauen hin. Ne? Also am Montag seht ihr bei mir Kylie Cosmetics und da kostet das Augenbrauending 19,99 oder 21,99. Und ich habe halt gesagt, dass es unnötig ist, so ein bisschen. Wisst ihr? Also wenn ich das jetzt hier sehe, das wird hier vielleicht 2 Euro kosten, habe ich trotzdem eine Augenbraue drauf. Lässt sich sehr gut verteilen, ist recht cremig. Also dadurch kann ich das so ein bisschen in die richtige Richtung bewegen. Sie hatte mir noch andere Sachen geschickt, diese Oh So Glow Drops. Die habe ich jetzt nicht benutzt, weil ich Angst habe, dass sie mir die Foundation zersetzen. Die kann man wahrscheinlich. Hier sagen sie, man kann sie in die Tagespflege oder in die Foundation mit einarbeiten. Das würde ich nicht riskieren, wenn ich es eilig habe. Weil ihr seht vielleicht, ne, das zersetzt sich so ein bisschen in die einzelnen Bestandteile in der Verpackung, hat aber einen ultraschönen Glow. Also es ist schon schön. Kann ich mir aber eher auf dem Körper gut vorstellen. Gibt einfach so ein bisschen Frische noch mit dazu. In die Foundation selber. Weiß ich nicht. Okay, Freunde, wir machen was auf die Augen. Und da hat sie mir zwei Lidschattenpaletten geschickt. Einmal die I Am Smoky Palette mit so kühleren Farben. Und diese hier. Und die gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist eine sehr schöne, neutrale Palette mit vielen matten Farben, drei Schimmerfarben. Und ich schau mal mit beide. Kann das mischen? Ja, können wir sogar ein bisschen mischen. Okay, ich starte in der Natural Palette und gehe in die Farbe Nougat Dream. Die Fännchen sind sehr, sehr klein und dafür finde ich die Palette sehr groß und dick. Und die gebe ich mir einfach schon mal hier hinten so ein bisschen hin. Schöne Farbe, weil die so natürlich ist. Ne? Das könnte auch ein guter Bronzerton sein. Die ist sehr, sehr soft, die Farbe. Ich gehe jetzt mal mit dem kleineren Pinsel in die Farbe Chocolate Addict rein. Das ist so ein rötliches Braun hier unten. Und die gebe ich mir hier hin. Ja, auch die ist recht soft, aber wir kriegen das hin. Wartet mal ab, ich sag noch nichts. Vielleicht war einfach nur noch so eine Schicht drauf, die man erstmal runterarbeiten muss. Ich liebe das Design von der Palette. Dann gehe ich hier in die Farbe Dark Mocha. Einfach hier außen. Oder aufs komplette Lid. Nee, nee, nur hier außen. Nee, ich will es aufs komplette Lid. Einfach hier um diesen. Ich liebe ja diese Basic Looks, ne? Einfach so ein bisschen raufgehen, verblenden. Und dann habt ihr so einen super natural Look. Also, ich muss sagen, es funktioniert. Es braucht ein bisschen Zeit. Ich weiß jetzt nicht, was sie gekostet haben. Gehen auch so ein bisschen Schimmer hier aus der anderen Palette mit drauf. Die Farbe Crystal Crush. Ist okay. Also, das haut mich jetzt nicht oben, aber es enttäuscht mich jetzt auch nicht maßlos, weil der Look am Ende
Sieht ja gut aus, wie man hinkommt, danach fragt keiner. Und wir haben auch noch eine Mascara und die ist auch assistenzsittefreie. Das ist eine Mascara mit Hanföl, das Bürstchen ist gigantisch groß. Kommt gut was ab. Ist ein sehr natürlicher Look, würde ich jetzt sagen. Für die Lippen hat sie mir auch verschiedene Produkte geschickt. Ich möchte hier aber den Cashmere Matt Lip Cream Liquid Lipstick Lippenmousse auftragen. Füßchen ist so ein bisschen abgeschrägt in der Farbe Anytime. Wow, wunderschönes Gefühl. Sehr, sehr leicht auf der Haut, schmeckt so ein bisschen nach Aprikose, würde ich sagen. Und das ist einmal der fertige Look mit Drogerieprodukten aus Österreich. Hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten natürlich ein paar Tops mit dabei, definitiv dieses Mousse und der Primer. Ein Setting Spray gehen wir uns nochmal rüber. Schöner Sprühnebel, verschmilzt nochmal alles so ein bisschen. Auch das Lippenprodukt, also die Base-Produkte sind sehr, 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 sehr gut. Das Gefühl habe ich aber auch in Deutschland in der Drogerie, dass man sich immer auf Bronzer, Foundation, Primer und so verlassen kann. Die Lidschattenpaletten waren gut. Ihr habt am Ende ein vernünftiges Ergebnis auf den Augen. Aber ich glaube, dafür habe ich einfach schon genug. Vielleicht, wenn ich mal irgendwo über Nacht geblieben wäre und dann morgens aussehe, wie ich aussehe morgens, dann vielleicht und nochmal schnell vorm Frühstück mir ein bisschen Make-up holen möchte, dann in Ordnung. Es wird jetzt nicht mein Lieblingslidschatten, aber ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Vielen, vielen Dank, Vicky. Schaut unbedingt bei Vicky vorbei. Auch sie hat jetzt gerade ein Video hochgeladen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Lasst ihr gerne ein bisschen Liebe da. Wir sehen uns hier morgen schon wieder, Freunde, mit Full Face Kylie Cosmetics. Ich freue mich auf euch. Tschüss.